Du weißt, was passiert, wenn Wasser in Fett kommt? Ja. Hm? Benjamin! Halt sie durch! Ich muss sagen, ich bin leicht überrascht. Marke, du liebst so Pizza! Bist du bekloppt, Junge? Perfekt für Abenteuer und für unterwegs, wenn es mal schnell gehen soll. Eine komplette Trinkmahlzeit hier, perfekt verpackt in einem Bottich oder auch in abgepackten Tüten. Also, wenn ihr Bock haben solltet, Link in der Beschreibung. Mit dem Code Survival-Money spart ihr noch 10%, unterstützt mich und meine zukünftigen Projekte oder bestehende Projekte. Also, ausprobieren, Link in der Beschreibung. Und zu einem neuen Livestream hier, mitten aus der Natur. Wir befinden uns im Stadium gefährlich. Am Titel kann man es vielleicht schon erkennen. Wir wollen heute mal ein bisschen wieder frittieren. Beim letzten Mal, letztes Jahr hat es ultra Bock gemacht und ich habe einfach wieder Fragen, die mich kitzeln und die werden wir heute beantworten. Denn zum einen frage ich mich tatsächlich, was ist es denn, wenn man Eis frittiert oder eine Torte oder eine Pizza oder einen Döner? Geisteskrank. Steck mal Finger rein, wir müssen so heiß es ist. Es ist schon warm, ja? Okay. Also ich merke schon, das, was mir entgegenspritzt, ist schon warm. Nein! 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 Nein, kein Plastik frittieren! Oh. Digga! Oh. Oh, saved, 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 saved. Richtig, jetzt saved. Jürg, müsst du probieren? Ich hab gerade Plastik frittiert. Jürg. Wollt ihr mal einen Blick auf die Soße werfen? Wir haben uns natürlich auch nicht lumpen lassen. So einen kleinen Top mit Teig angerührt. Also, falls alles schief läuft, machen wir wenigstens Pancakes. Oder wir essen es einfach roh. Wir machen das auf dem Löffel. Und löffeln es einfach aus. Und gönnen es einfach roh. Da sind nur 20 Eier drin. Da kriegen wir dermaßen flotten Otto. Das sägt mich. Ich habe mich dazu entschieden, nicht mehr Öl reinzumachen, weil, guck mal, beim letzten Mal haben wir es ein bisschen zu viel gemacht und da hat es immer richtig Action gegeben. Du musst ja auch bedenken, dass da noch was reinkommt. Die Verdrängung. Verdrängung. So ein schlauer Kopf, der Chris. Wir haben heute auch wir haben kleineres Holz bei, damit wir so ein bisschen mehr dosieren können. Ja, weil wenn man da so ein paar größere reinpockt, könnte es sein, dass uns das Öl gleich verbrennt. So, Maya, möchtest du auch ein Anzündholz? Komm schnell hier. Maya ist natürlich auch mit dabei. Mal sitz. Und ne? Prima. So. Ja. Gönn dir. Grüße gehen auch nochmal raus an den lieben Kerl, der mir diese Feuertonne gemacht hat. Also eigentlich ist ja von meinem Kumpel, der hat mir die geschenkt. Guck mal hier. Mit Logo. So, wir gucken mal in den Ölbehälter. Das lasse ich mal lieber. Ich wollte gerade sagen. Mal reinspucken. Ja, ja. Dann sollte man das sehen. Aber ich vermute, jetzt sollte das in den nächsten Sekunden losgehen. Chris, womit starten wir da eigentlich? Oder möchtet ihr einfach entscheiden, womit wir starten? Jetzt sag nicht, blende mir die Blümchentorte. Wollen wir mal einen Test machen? Ich hab Angst. Wollen wir mit der Wurst einfach mal einen Test machen? Ja, halt mal die Wurst rein. Oh, Digga, ist das schwer. Und mach mal halt mal Rinderwürstchen. Da passiert gar nichts. Das ist doch gar nichts. Da können wir mal ein bisschen Holz nachlegen. Oh, King. So, Stücke ist drin. Der Vorteil bei der Tonne ist einfach, die hat halt überall noch Öffnung. Man könnte auch... Ja, so. Dude, ist nicht passiert. Das ist nur die Hand, die verbrannt ist. Ich glaube, ich hätte mal warten sollen, bevor ich die ganzen Bretter darin werfe, oder? Hörst du das? Hörst du das? Ich höre das blubbern. Halt mal rein, dein Testwürstchen, aber ja, verbrenn dich bitte nicht. Ja, das ist ja schon heiß hier. Nee, ist ja auch nicht. Da können wir nochmal ernst. Da können wir nochmal ernst. Was? Blubbert doch. Knistert. Blubbern tut es nicht. So, pass auf. Also, wir haben Döner. Wir haben Benjamin Blümchen-Torte. Wir haben Tüte Langnese-Eis mit Waffel und Erdbeerhörnchen. Wir haben Butter. Wir haben die Würste. Marzipanbrot. Und Pizza. Ihr könnt von 7 Sachen könnt ihr wählen. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand mal einen Döner frittiert hat. Ehrlich nicht. Weil den habe ich auch ein bisschen gefriert, ne? Ey, vorhin. Habe ich ein bisschen eingefriert im Auto. Ach so. Ich habe tatsächlich in meinem Auto, ihr müsst mal bei Instagram gucken, habe ich tatsächlich geguckt. Ich habe schaffe minus 18 Grad mit meinem Kühlschrank. Minus 18 Grad, das ist krank. Okay, die meisten schreiben Pizza. Pizza. Erstes. Ja, ey. Dann fangen wir an mit Würstchen. Okay. Pass auf, wir machen das so, weil die Benjamin-Blümchen-Torte, die muss bis zum Schluss gefroren sein, weil sonst kann ich die nicht im Teigmantel wälzen. Das heißt, sag ich, pass auf, ich hole jetzt erstmal Eis, Pizza, Döner, Butter. Also alles außer die Benjamin-Blümchen-Torte. Ja, okay. Hätte ich auch genauso mich so kurz fassen können. Lass mal. Pizza Margherita, ha, gucke. Ja, was, Pizza ohne alles. Das ist Pizza ohne alles. Aber ihr könnt es noch ein bisschen hier verfeinern. Aber
Kick mal, Alter. Pizza Salami. Selber gezaubert. Pizza von Gattifui. Was meinst du, was passiert, wenn wir die Butter frittieren? Was soll passieren? Na, weißt du, wie schnell? Alter, wie geil ist das? Ich meine, ich liebe Butter, aber eigentlich nicht so. Wollen wir das in Zucker wälzen? Weißt du, dass wenn du ein Stück Butter reinbeißt, dass du kotzen musst? Nee. Das ist nicht geil. Ja, Schluck runter. Ja, und das ist Butter, Alter. Wer kotzt denn von Butter? Von Margarine kotzt man, aber davon noch nicht. Ist gesund? Genau. Das sind Fette. Das ist gut für die Arterien. Das Land kann nicht dafür, dass es Butter so mag. Ja? So, ein 3 Tage alter Döner. Mit Papier. Oh, scheiße. Bisschen angefroren. Aber gucke dir den an. Womit fangen wir an? Wir werden uns erstmal bei Marlon Arndt bedanken. Guck doch mal an, wie schnell das schmilzt, Alter. Ja, wir müssen es jetzt essen. Ja. Marc schreibt, noch nie jemanden gesehen, der ein Eis äxt. Hä? Noch nie gesehen? Das gute Cornetto. Oh, halt. Wir haben jetzt bloß ein Eis. Wollen wir jetzt das frittieren oder nicht? Also, rein einfach. Ach, stimmt, das sind noch ein paar. Die Bernsteinhexe, 2 Euro. Grüße. Grüße. Ey, die ganze Zeit kriege ich eine Nachricht von deinen Kameras, die hier Bilder schicken, weil Bewegung am Camp ist. Es ist Bewegung am Camp. Das ist ein schönes Bild. Okay, pass auf. Ihr rührt nicht geschüttelt? Ja. Räuber, wo zu spritzen hier, ey. Das ist doch eine bessere Frittieren, den scheiß Teig zu fressen. Okay, bist du bereit? Alter, entspann dich jetzt. Ja? Danke für die 5 Euro, ich bin bereit, sowas von bereit. Ich auch. Wir gehen rein. Okay, pass auf, ich mach jetzt ganz schnell, ja? Weil ich hab Angst. Das muss eine ganz schnelle Geschichte sein. Pass auf, wie geht's hier rein? Ja. Ready? Ja. So, gut so, guck mal. Ready? Ja. Wow! Wir frittieren. Wir frittieren ein. Wir frittieren. Sieht okay. Aber schon schau aus. Ich hab eine Frage. Das ist gut, das ist gut. Ich hab mal eine Frage. Wie lange lässt man das jetzt da drin? Na, bis das kross ist, das Eis. Wir infiltrieren Eis. Mann! Das war klar. Aber das Gute ist, ich hätte gedacht, es läuft irgendwie raus. Aber oh, läuft da nicht raus. Alter. Ich hab keine Haare mehr jetzt. Weggebrannt. Kamera hält noch? Das ist Goldbraunes, haben sie gesagt. Das ist Goldbraunes? Ja, hat der Christian gesagt. Oh, oh, oh. Die Bombe platzt. Gleich platzt. Soll ich rausnehmen? Soll ich rausnehmen? Ja, dann nehmen wir raus. Fuck, ist das heiß! Okay, wir haben gerade ein Eis frittiert. Digga! Alter. Wollen wir den Eis essen oder wie wird. Oh. Wollen wir da einfach mal so. Hä? Wird das noch kalt? Nee, Typ, was denkst du denn? Hier, nimm mal mit der Hand. Brauchst du ja nicht mit dem Löffel machen. Geil, beiß mal richtig rein. Warte, warte. Gib dir. Oh. Maja, nein! Übel gut. Aber es ist halt kalt, ne? Geh rein da! Los! Ex! Alter, ich hasse Eis. Gib her. Ich liebe Eis. Alter. Und weißt du, deswegen glaube ich, dass die Pizza drin noch gefroren sein wird. Ja, du hast recht. Pass mal auf, die Pizza. Ja? Die ist jetzt hier schon so ganz leicht angetaut. Guck mal, die kannst du hier schon so. Du entscheidest mal, wenn du sagst, ey Martin, jetzt. In der Zeit würde ich einfach das Stück Butter frittieren. Ja, ja, mach. Weil es mich einfach interessiert. Ist es noch heiß genug? Wollen wir mal einen Test? Sollte heiß genug sein. Lass mal ein Würstchen reinhalten, aber ich glaube, es ist heiß genug. Ja. Könnte aber noch heißer sein. Na, blubbert. Könnte aber noch heißer sein. Gefrorene Butter. Nix. Von allen Sachen, die wir jetzt hier gerade hier haben, ist Butter mit Abstand das absolut räudigste. So einfach so ein Klotz Butter. Das ist so ekelhaft. Ja, sagt ja keiner, dass es ein Hochgenuss ist, aber was wäre die Welt ohne Butter? Ein Frühstücksei mit Brötchen ohne Butter. Wie viel filtrieren wir denn die Butter? So. Die kannst du noch greifen, oder? Die ist doch noch relativ hart. Die ist jetzt hart. Ja, siehst du, packst mal drin hier. Wälzt du mal ein bisschen drin im Teig? Oh. Ups. Wo ist er denn? Guck, da. Hier. Kurze Frage, was glaubst du, was passiert? Was meinst du, wie viel Kalorien das hat? 1000. 1000. 5000 Kalorien. Achtung, bereit? Ja. Boah, ich spritze hier mal rum, ey. Wow. Oha. Explosion. Heieiei. Expelliarmus. Warum sinkt die Butter auf den Grund? Weil, weißt du warum? Weil die schwer ist.
Da ist auch keine Luft drin. Da ist kein Luft. Die ist richtig dicht. Im Sinne von vom Material. Jetzt kommt sie hoch! Digga! Die ist hochgekommen! Guck! Ja. Wie bekommt man eine Butter zum Schwimmen? Aber Fett schwimmt doch oben, hab ich mal gehört. In der Schwimmhalle haben sie mal früher zu mir gesagt, Martin, Fett schwimmt oben! Kannst ruhig in den Schwimmerbereich. Nett, oder? Ach, komm. Einmal wenden, bitte. Oh, ja. Wenden. Oha, das hört sich nicht gut an, Digga. Oh, oh. Das hört sich nicht gut an. Und was passiert da? Was passiert da? Digga, geht mir hier die Kartoffel an. Herzlich willkommen hier. Wir essen heute ein Stück, Stück Butter. Also, ich kann es gerne alleine essen. Hey, jetzt hab dich doch nicht so. Bestimmt, ist bestimmt urisch geil. Jetzt? Und jetzt? Jetzt sind da oben an. War es noch hart? Ja, natürlich ist es oh, hart. Geil, da kommt sie. Oh. Oh, gucke. Mann, ist das schau. Ey, guck das hier. Ist halt noch hart. Nee, ich probiere das jetzt. Naja, ich sag mal so, war. Es schmeckt wie warme Butter. Mit Teig. Es schmeckt wie ein Brötchen mit zu viel Butter. Das ist ein Heart Attack. Heart Attack essen. Guck dir das an. Ich werde gleich kotzen heute. Ich habe eine leicht erhöhte Herzfrequenz. Ich weiß nicht, wo draus kommt, oben oder unten, aber irgendwo, irgendwann passiert es. Gut, also Butter. Können wir die Pflicht abhaken, wollen wir nicht machen. Ist nicht. Also wer Butter mag, wird es lieben. Alter. Merkst du wirklich, was du hörst? Aha. Ja. Was sagst du denn jetzt? Nimm mal eine Hand und teste mal. Mach mal so einen Test. Guck mal, da siehst du noch die Crystals oben drauf. Ja, das ist aber egal. Guck mal, du kannst die in der Mitte jetzt ganz normal, ganz labbrig. Wollen wir. Die muss aber echt lange drin bleiben dann, ne? Ist dir bewusst. Wir müssen die wirklich mindestens 5 Minuten drin haben. 5 Minuten? Mindestens. Ah, okay, das wird schwierig. Dann warten wir noch. Wir gehen rein in den Döner. Wir gehen rein in den Döner. Leute, jetzt kommt's. Pass auf. Der ist auch gerne mit. Okay, pass auf. Wir machen das aber so, ja. Damit ich nicht so viel Klecker. Ja. Einfach den drin fallen lassen. Mhm. Das ist mal der erste. Aha. Den immer wenden. Den immer ein bisschen. Oi. Oh, Weidi. Ich würde tatsächlich so machen, nicht. Erstmal schön voll. So, schön voll. Und mit Topf. Damit der halt. Lass den bloß nicht fallen, den Döner. Lass den bloß nicht fallen, den Topf, Mann. Das ist mir wichtiger. Bist du bereit? Ja. Das wird jetzt gleich eine ganz softe Nummer. Ready? Steady. Ich bin ready. Go. Wow. Wie ein Hexenwerk hier. Das wird richtig männlich. Testosteron. Wie geil ist das bitte? Aber auch den möchte ich erstmal ein bisschen drin lassen. Okay. Da soll ja auch ein bisschen noch. Ja, pass auf, ich würde ihn einfach drehen. Dann haben wir nämlich beide Seiten. Ja. Soll ich mal drehen? Ja. Guck mal, wie goldbraun der auf der anderen Seite schon. Schüch. Sind da nicht. Du sagst heute beim Döner, das ist your stage. You said to me, hol it raus oder let it drin. And so I will make it whatever you want. Okay? Okay, let's go. Ready? Steady? Yo. Wow. Alter, hat der sein Volumen verdoppelt? Das könnte auch alles anders sein. Das könnte einfach alles sein. Okay. Ich habe hier ein super Messer. Ist mir leider etwas kaputt gegangen. Bist du bereit? Ja. War da auch Soße drin? Klar. Ein ganz normaler Döner mit allem, was dazugehört. Ja. Geil. Was für Soße? Knoblauch, Kräuter und ein bisschen scharf. Nimm mal deinen Kadaver da kurz weg. Mein Corpus erectus meinst du? Na, also, ich weiß nicht. Jetzt sieht schon mal mäusig geil aus. Arschkalt. Ja, klar. Was denkst du denn? Ist arschkalt. Ist richtig, ist arschkalt, wirklich. Kannst du. Ist ja noch froh. Aber dann nimmst du auch keinen Teig, oder? Dann packst du einfach so rein. Ist nicht? Trotzdem geil. Ist geil. Weißt du, warum es geil ist? Weil der Kontrast zwischen kalt und warm da ist. Oh ja. Ich muss dir ehrlich sagen, probier mal. Weil jetzt ist noch die Haut warm. Was würdest du denn geben?
Ein klarer 7. Ein 7? Ja, eine 7. Gönn dir. Du hast arschkalt dran. Ja, mach jetzt. Ja, sehr gut. Rinn den Schlund. Ach, geil, oder? Ja. Ja, ist geil. Aber Döner ist aber geil. Ist Döner geil. Ist aber geil. Ist einfach geil. Liebe Döner. Klassischer Döner-Bro-Stoß. Ist für mich eine 8 von 10. Ich habe aber auch keine Ansprüche. Aber ich. Obwohl. Jetzt sagt er, der Butter mit Teig ist. Martin, wie hast du den Teig gemacht? Fragt Sunny Moon. Der ganz einfach, der ist mit 20 Eiern, ein Paket, zwei Pakete Mehl, Zucker und Milch. Und dann rühren wie Sau. Fertig. Digga! Mach nicht so! Explodiert! Ja, Alter, das ist heißes Fett, Digga! Das, wenn du das ins Gesicht kriegst, siehst du so. Siehst du scheiße aus? Gut. Es ist explosiv, die Mischung. Ich guck mal die Torte. Hast du schon mal eine Benjamin Blümchen-Torte gesehen? Als Kind fand ich die geil. Wir haben jetzt auch keine Zeit. Wir müssen jetzt. War die immer so klein? Ja. Wir müssen das jetzt machen. Ja, nein, wir gehen rein. Ich pass auf. Muss schnell passieren, muss schnell gehen. Überraschung, gucken wir uns an. Benjamin. Wer möchte die haben? Schreibt mir eine DM. So, noch ist es fest. Aber das Essen da drin? Den Benjamin? Ja, natürlich! Alter. Achtung! Bereit? Ja. Ist schon mal drin. Was war smooth. Wir lassen es jetzt sinken. Okay. Das Schiff sinkt jetzt hoffentlich. Licht gleich. In der Zeit. Der wird nicht mehr sinken. Ja, zu sinken. Benjamin. Der sinkt nicht. Denk mal, Ruf drücken. Ja, drück mal vorsichtig. Der hinter aber kaputt, oder? Nö. Das ist der unten zu vorn sein muss. Nee, der geht kaputt. Der geht okay, dann mach ich das. Was ist mit Gefühl, Mensch? Ja, also muss jetzt hier schnell gehen. Ich bin kein Koch, ich bin hier, ich bin Friteur. Oh, pass auf! Jetzt. Mach ja den Top einfach rein, kipp einfach erst den Top rein. Ja, ja, kipp den Top! Ja! So irre, Alter! Achtung, Benjamin Blümchen-Torte, was passiert eigentlich? Ist wahrscheinlich wie bei Eis ähnlich, ne? Ja, aber. Okay, aber ich wollte schon immer mal mein Leben eine Benjamin Blümchen-Torte frittieren und da ist das Ding drin! Wow, wow! Benjamin! Beruhige dich, Benjamin! Oh, ich klecker hier alles voll mit diesem Scheißteig. Guck mal, wie glüht. Oha. Du hältst immer drauf, wenn ich den nehme. Ja, natürlich. Den Teig ablecke. Schön ist das, schön. Da kommen schon diese komischen Knobbel da durch. Torte. Okay, jetzt kommt der schwierigste Part. Wir müssen das Ding drehen. Bist du bereit? Ja. Okay, ready, steady. Wow. Benjamin. 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 Ja. Also Benjamin. Halte durch. Halte durch, Benjamin! Ich glaube, Benjamin ist tot! Der hat Problem! Benjamin! Wie soll ich den jetzt mal rausholen? Ist der weg, entspanne, er beruhigt sich gerade. Aber Benjamin sieht nicht gut aus. Benjamin, ja, wir müssen halt ein bisschen abkratzen oben. Benjamin! Ah, oh, gut, Benjamin, dann wollen wir mal. Benjamin hat das Tor zur Hölle geöffnet. Scheiße, das ist doch nur am Auslaufen, Scheiße. Ja. Bitte, bitte, was mit deiner Pizza passiert wäre. Hol einfach raus, hol einfach raus. Benjamin, komm. Bist du bereit für Benjamin? Ach so, okay. Benjamin, wie geht's dir? Willst du reden? Was ist los mit dir? Oha, ich glaube, drehen war keine gute Idee. Der Rest da? Was sagt das Fett eigentlich? Das war jetzt wahrscheinlich nur noch Fett. Das sieht nicht mehr gut aus. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das Pechschwarz ist die Hölle. Ich glaube, ich habe die Plastikkelle frittiert. Aber es sieht gut aus. Meine Augen haben gerade geklebt. Also meine Augenbrauen. Habe ich noch welche? Ja. Ja? Ja. Nicht viel, aber schön. Oh, ist das warm, Alter. Puh. Okay, wir müssen uns um Benjamin kümmern. Lebenshalb Maßnahmen. Boah, ist mir schlecht. Okay. Benjamin, rede mit uns. Benjamin, wie machen wir das einfach? Ach Mann, sei doch nicht so grob. Hä? Der Durchschnitt muss doch da sein. Der muss doch wie beim Sandwich. So, und dann... Wow. Ich probiere. Ich gehe da voll rein. Was meinst du? Ich sag mal so, oben Krebs, unten gefroren. Ich muss dir ehrlich sagen, auch hier wieder der Kontrast. Aber es ist ein bisschen dunkel. Lass uns nicht lange fackeln, lass uns die Pizza frittieren. Los. Ich weiß aber rein. Nein! Au! Jetzt hab ich gestolpert. Auf den Lachen! Bist du bereit für deine Pizza im Teigmantel? Ja, ich bin mega bereit. Soll ich da nochmal was rausnehmen? Oder ja, komm, ist egal. Jetzt ist eh alles egal. Jetzt ist eh alles egal, nachdem Benjamin gestorben ist oder das Tor zur Hölle geöffnet hat. Das könnte jetzt wieder gefährlich werden, ne? Weil
Viel Teig, breit? Ja. Ey, ist nicht ganz so schlimm. Guck mal, oben brennt nicht. Oh! Wow! Oh. Nee, guck mal. Oh, Leini! Ja, wende einmal. Bereit? Ja. Muss nochmal. Benjamin. Aber wisst ihr, was mich interessiert? Das Ding von der anderen Seite aussieht. Boah, geil. Boah, geil. Hier, guck. Ist ja noch was da, was man essen kann. Oh Gott, ey. God damn it. God damn it. Oh, guck mal, aber das ist schön hier. What have we done? Das ist schön. Hm. Krieg auch gerade Bauchschmerzen. Das ist so schön. Oh, Alter. Was sagst du für eine Pizza? Ey, hol mal raus, ich glaube, das stinkt schon. Wer stinkt? Die Pizza. Wo soll ich denn draufpacken? Hier auf das Ding? Ja. Alter. Die ist eh noch gefroren drin. Ich wette, sie ist nicht mehr gefroren. Ich wette, sie ist arschkalt. Ich sage, sie ist kackbraun. Bereit? Ja. Ich hab ein bisschen Angst. Ihr konnt es, ihr konnt. Wenn er nichts kann, aber frittieren. Er ist ja auch Frittateur. Gut, sieht ein bisschen aus wie der Eckjaflöffel. Der Öljaflöcke? Ne, der isländische Vulkan hier. Ja, geh mal Licht holen. Und was blubbert hier drinnen noch? Ja, ja, der Kern ist tot. Ich hab ja keinen Bock, das zu essen, Alter. Ja, ich hoffe, du hast die Pizza auf, Martin. Nein, die ist auf. Übrigens, wir sind vergessen, nach wegzunehmen? Nee. Was ist denn los? Ich wollte gerade Benjamin mal eintunken. Nicht aber Benjamin töten. Nicht mal reinschmeißen, ganz kurz mal reintunken? Nein, warum? Ist das, macht das was? Ja klar, Licht ist gut. Okay. Macht auf jeden Fall. Bist du bereit für frittierte Pizza? Ja. Also eigentlich nicht, nee, aber ja. Also eins kann ich dir schon mal sagen, gefroren ist sie nicht mehr. Ah, der war gut. Also ich muss dir ehrlich sagen, der Käse ist zum Beispiel schon geschmolzen, sehe ich schon. Ja, dann guten Appetit. Echt? Ich zuerst? Ja. Guck dir das an. Käse geschmolzen da. Oh! Ah! Oh! Oh! Alter. Nichts kalt. Probier. Probier. Creepy aus. Digga, da ist nichts kalt. Ist! Ja, ich muss gerade Kamera halten. Brauchst du nicht, komm. Ich halte die Kamera, kein Problem. Alter. Aber Fröner und Pizza, Alter. Könnt ihr los, rein da. Los, trau dich. Tu nicht so. Oh, wie der Käse da rauskommt. Los, Chris. Ich muss sagen, ich bin leicht überrascht. Ja, glaube ich dir. Guck dir an, wie lecker das aussieht. Alter, ne? Ich bin echt überrascht. Guck dir das an. Das ist richtig gut. Das ist richtig geiler Stuff. Hier auch die, auch das ist alles. Also, ich hätte niemals gedacht, dass die wirklich durch ist. Ja, die ist, oh, die ist richtig gut. Und weil du natürlich du bist, ja, und wir natürlich hier nichts unversucht lassen, werden wir jetzt die Pizza einfach mal so ins Fett packen. Mit Folie. Mit Folie. Aber ohne Teigmantel. Weil, vielleicht habe ich eher auch Unrecht. Pizza ohne Teigmantel? Let's go. Geh in Deckung, geh in Deckung. Da geht gleich hoch. Boom, Junge! Hey, aber krass, ich dachte sofort, dass der Käse runterläuft. Hä, krass, guck mal. Ich drehe, Achtung. Digga, dreh dich. Nein! Oh, Tomati! Ey, Marke, du liebst so Pizza. Bist du bekloppt, Junge? Tanz mit sich selbst schonen lieber. Ey, sieht aus wie eine Bios-Pizza, Alter. Sag mal, rausholen. Komm mal raus. Aber hier rüber. Ja, ich muss kurz abtropfen lassen. Kurz verschlambieren, ja. Wir verschwenden hier nichts. Na. Was ist denn das? Ist das der Käse? Das weiß ich gar nicht. Weil da ist ja nichts drauf, ist eine Margherita. Wollen wir mal probieren?
Wollen wir mal probieren, was das ist? Oh, die ist aber. Oh, die ist gut. Oh, die wird dir auch gefallen. Hier gebe ich dir aber einfach einen guten Rat. Kauf dir einen Quark und hör auf der Mutti. Nee, nimm dir auf jeden Fall. Nee. Besteck. Aber gut sieht's aus. Musik mal, also für ins Feuer gefallen. Von der Flamme geküsst. Rick? Ja. Mhm. Pass auf. Mhm. Mhm. Schmeckt wie? Hast du schon mal Pommes gegessen von 14 Tagen vorher aus dem Frittierfett? Und so schmeckt das. Frittierte Pizza. Also die am Anfang gleich reingemacht hätten. Mit dem frischen Fett. Geil. Klar, ein bisschen ranzig schmeckt es jetzt. Aber grundlegend, Alter. Fett makes the world greater. Grundlegend solides Produkt. Ja. Also Fritzer und Fröner gekauft. Ja, Freunde. Dann schreibt mir auf jeden Fall unter das Video in die Kommentare, was ihr als nächstes frittieren soll. Denn es wird wieder ein jährliches Frittieren geben. Das nächste Mal dann halt mit euren Vorschlägen. Damit verabscheue ich mich. Ich hab euch lieb. Fazit. Ich hab Bauchschmerzen. Ich muss mich jetzt ein bisschen weiter. Ich muss mal groß machen. Tut ein bisschen weh. Es war mein inneres Blumenpflücken. War schon, hat Spaß gemacht. Vor allem, die Zeit verging wieder wie im Flug. Dann schaltet auch wieder ein, wenn es das heißt, Survival Martin. Oh, aua. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.